Branchenfavoriten 2016, Automobilwerte, Versicherer und Technologie. Autor der Seltsam Kenzi Video, der Stoxx-Europe 600 Index ist ein Gradmesser für die Entwicklung am europäischen Aktienmarkt. Hier sind die nach Marktkapitalisierung 600 größten Werte zusammengefasst. Sie werden wiederum in 19 Supersektoren eingeteilt. Diese stehen in der Regel jedoch nicht gleichermaßen hoch im Kurs bei den Investoren. Mal läuft die eine Branche besser, mal die andere. Mit den Comstock-ETFs haben Anleger die Möglichkeit, sich die Sektoren herauszupicken, bei denen sie die besten Performance-Chancen erwarten. Favoriten der Commerzbank-Aktienstrategen für 2016 sind Autowerte, Versicherer und Technologietitel, übrigens ähnlich wie im vergangenen Jahr. Automobilbauer fahren auf China ab. Für die europäische Autobranche war das Umfeld im vergangenen Jahr herausfordernd. Vor allem die zwischenzeitlich nachlassende Wachstumsdynamik in China bereitete Kopfzerbrechen. Schließlich ist das Reich der Mitte der größte Absatzmarkt für Fahrzeuge on Stage 01, 20, 16 weltweit. Auch viele der europäischen Autohersteller beackern ihn mit Vollgas, um sich ihren Anteil am Wachstumsmarkt zu sichern. Für einige von ihnen ist China inzwischen einer der wichtigsten, wenn nicht gar der wichtigste Absatzmarkt. Die Flaute im Sommer 2015 mit deutlich sinkenden Verkaufszahlen bremste, wie beispielsweise Aktien verliehen werden, um Zusatzerträge zu erwirtschaften. ETF-Anbieter können damit ihre Pauschalgebühren minimieren. Die Pauschalgebühren entsprechen der jährlichen Gesamtkostenquote des ETF, mit der sämtliche laufenden Kosten auf Fondsebene abgedeckt werden. Günstige Gebühren. Comstock verzichtet bei den vier neuen vollreplizierenden ETFs bewusst auf diese Zusatzerträge und richtet sich mit diesem absoluten Novum nach dem Wunsch der Anleger. Wie von Comstock gewohnt bleiben die Pauschalgebühren dennoch sehr niedrig. Die neuen ETFs müssen daher auch keinen Vergleich mit der Konkurrenz scheuen. Ihre Pauschalgebühren gehören zu den günstigsten auf dem Markt. Der Comstock MDAX Register Trademark UCITS ETF, WKN, ETF 907, ist mit einer Pauschalgebühr von 0,30% sogar der günstigste seiner Artikel. Dividenden werden ausgeschüttet. Ein weiterer Unterschied zwischen SWA-basierten und vollreplizierenden ETFs ist ihre jeweilige Ertragsverwendung. Erstere sind thesaurierend. Erträge wie beispielsweise Dividenden werden daher nicht ausgeschüttet. Sie werden stattdessen dem Sondervermögen zugeführt, was die Performance der entsprechenden ETFs erhöht. Die Erträge der vollreplizierenden Comstock-ETFs werden dagegen einmal im Jahr ausgeschüttet. Anfallende Dividenden werden somit an die Investoren weitergegeben. Das ist vor allem für Investoren interessant, die regelmäßige Erträge aus ihrem Investment wünschen. Aktuell beträgt die Analystenprognose der Commerzbank für das kommende Jahr für die Dividendenrendite des DAX 2,9%. Beim Euro-Stoxx 50 sind es 3,4%. Praxisanlage als deutsches Sondervermögen. Die vier neuen ETFs wurden zudem erstmals als deutsches Sondervermögen aufgelegt. Dieses Sondervermögen ist von der Bilanz der Fondsgesellschaft vollständig getrennt und unterliegt den UCITS-Richtlinien. Die Besonderheit der neuen ETFs ist, dass eine Luxemburger Fondsgesellschaft grenzüberschreitend ein deutsches Sondervermögen verwaltet. Das Sondervermögen selbst liegt bei einer deutschen Depotbank, der BNP Paribas Frankfurt. Anleger haben die Wahl. Comstock kommt mit den vier neuen vollreplizierenden ETFs auf DAX, MDAX, DIFDAX und Euro-Stoxx 50 dem Wunsch der Anleger nach und ergänzt das Sortiment um Vollreplizierer, die ausschütten und auf Wertpapierleihgeschäfte verzichten. Investoren haben bei den ETFs auf die beliebten Indizes daher nun die Wahl zwischen dem Varianten SWA-basiert und vollreplizierend. Beide Varianten unterscheiden sich zwar in den Techniken zur bestmöglichen Indexnachbildung, die Konditionen bleiben jedoch wie von Comstock gewohnt sehr günstig, jedoch die Euphorie. Seit dem Tief im Juli ziehen die Verkäufe in China aber wieder stetig und sehr dynamisch an. Im November lag die Steigerungsrate bei 12,9%.
Mit mehr als 2,5 Millionen verkauften Fahrzeugen wurde sogar ein neuer Monatsrekord markiert. In den ersten 11 Monaten 2015 summierte sich der Absatz in China damit auf 21,79 Millionen Fahrzeuge. Das sind 3,3% mehr als im Vorjahreszeitraum. Die steigende Tendenz könnte sich auch im neuen Jahr fortsetzen. Positive Impulse sind dabei auch durch eventuelle weitere konjunkturstimulierende Maßnahmen möglich, wie fortgesetzte Leitzinssenkungen. Trend in Europa gedreht von der erwarteten positiven Entwicklung im Reich der Mitte im laufenden Jahr und darüber hinaus sollte auch die europäische Automobilindustrie profitieren. Ein weiterer potenzieller Pluspunkt ist eine möglicherweise anhaltende Schwäche des Euro zum US-Dollar, was der Branche generell zu Vorteilen auf den Absatzmärkten außerhalb Europas verhelfen sollte, beispielsweise in den USA. Darüber hinaus scheint der Trend in Europa wieder nachhaltig gedreht zu haben. Seit dem Absatzhoch 2007 gab es dort bis 2013 kontinuierlich an einer positiven Performance des Branchenindex partizipieren können Anleger mit dem Comstage Stoch Europe 600 Automobiles und Parts OCIC ETF, WKN, ETF 061. Basiswert ist die Performance-Variante des Index. Dividenden und sonstige Erträge werden somit berücksichtigt. Apropos Dividende, für die europäische Autobranche spricht derzeit auch die relativ üppige Dividendenrendite von im Durchschnitt mehr als 4%. Gerade die stark im Index vertretenen deutschen Premiumhersteller wie Daimler oder BMW wissen dabei zu glänzen. Insgesamt sind von den 14 Indexwerten 6 in Deutschland angesiedelt. Die restlichen Firmen stammen bis auf den britischen Zulieferer GKN aus der Eurozone. Für Anleger aus dem Euroraum ergibt sich somit fast kein Währungseinfluss, wenn sie in den Comstage Stoch Europe 600 Automobiles und Parts OCIC ETF investieren. Merkte sinkende Verkaufszahlen 2014 erfolgte dann ein Trendwechsel. Dieser scheint sich 2015 zu bestätigen. In den ersten 11 Monaten wurden mehr als 12,6 Millionen Pkw verkauft und damit bereits mehr als im gesamten Vorjahr mit 12,5 Millionen Fahrzeugen. Günstige Bewertung insgesamt betrachtet gehört die europäische Autobranche daher für Markus Wallner, Senior Equity Strategist, CBCM Equity Research, zu den Sektorfavoriten 2016. Auch weil die Bewertung im vergangenen Jahr wegen der zwischenzeitlichen China-Angst deutlich zurückgekommen ist. Ferner wurde das Sentiment in der Branche vom VW-Skandal belastet. Dessen Einfluss auf den gesamten Sektor ist Wallner zufolge jedoch gering. Zudem scheint sich die China-Angst größtenteils wieder verflüchtigt zu haben. Das spiegelt sich auch im Branchenindex STOXX Europe 600 Automobiles und Parts wider. Seit seinem Tief Ende September erholte er sich deutlich und zeigte in diesem Zeitraum die beste Performance im Branchenvergleich. Dennoch ist die aktuelle Bewertung nach wie vor vergleichsweise günstig. Aktuell liegt sie knapp über dem 10-Jahres-Durchschnitt und mit 30% deutlich unter dem Allzeithoch. Versichererpunkten im Niedrigzinsumfeld kontinuierlich hohe Ausschüttungen sind für Markus Wallner auch ein Argument, weshalb die europäische Versicherungsbranche 2016 ebenfalls zu den Sektorfavoriten gehört. Hier liegt die durchschnittliche Dividendenrendite aktuell sogar im Bereich zwischen 4 und 5,5%. Vor dem Hintergrund des derzeit äußerst niedrigen Zinsumfeldes in Europa könnten die Versicherer bei Investoren, die nach Alternativen zu fest verzinslichen Wertpapieren suchen, somit weiterhin im Fokus bleiben. Die Vertreter der Branche sind dabei vor allem interessant, weil sie sich durch eine nachhaltig konstante und aktionärsfreundliche Ausschüttungspolitik auszeichnen. Beispielsweise hat Europas größter Versicherer, die Allianz, seit 1960 durchgehend jedes Jahr eine Dividende gezahlt. Bei einem anderen Vertreter der Branche, dem Rückversicherer Münchener Rück, gab es seit 1970 keine Dividendenkürzung mehr.
Aktuell liegen die auf Basis der für 2016 erwarteten Ausschüttungen berechneten Dividendenrenditen bei der Allianz und bei der Münchener Rück bei etwa 4,6 respektive 4,5%. Keine großen Schäden positiv fällt ferner der aktuelle Blick auf die Gewinnsituation aus 2015 gab es in der Summe keine großen Schäden, die von der Branche zu regulieren waren. Zudem sind die wirtschaftlichen Perspektiven des Sektors für 2016 gut. Der schweizerische Rückversicherer Swissre prognostiziert ein moderates Wachstum der Weltwirtschaft, woraus er ein entsprechendes Wachstumspotenzial für die Versicherungswirtschaft ableitet. Demnach könnte im weltweiten Sachversicherungsgeschäft ein Prämienplus von 3% erzielbar sein. Ein mit 4% noch etwas stärkeres Wachstum wird im Bereich Leben erwartet, trotz des derzeit herausfordernden niedrigen Zinsumfelds. Die Prognosen für die entwickelten Märkte liegen bei plus 1,8% Sachversicherung und plus 2,4% Lebensversicherung. Darüber hinaus stimmt für Markus Wallner die aktuelle Bewertung. Im Durchschnitt liegt sie bei den Werten des europäischen Versicherungsindex STOXX Europe 600 Insurance etwa 30% unter ihrem Höchstwert und nur knapp über dem 10-Jahres-Durchschnitt. Technologie auf Wolke 7 Cloud, Big Data und Industrie 4.0 sind derzeit oft verwendete Schlagworte, wenn es um die Unternehmen aus dem Technologiesektor geht. Die Branche hat alle Hände voll zu tun, angesichts der stetig steigenden Anforderungen. Angefangen bei den privaten Nutzern, die in einer zunehmend mobileren Smartphone- und Tablet-Welt ihren wachsenden Hunger nach Informationen, Unterhaltung und Kommunikation stillen möchten. Darüber hinaus vernetzt sich die Wirtschaft zunehmend. Beispielsweise setzt die Industrie auf eine starke Individualisierung der Produkte unter den Bedingungen einer hochflexibilisierten Produktion bzw. Großserienproduktion. Kunden und Geschäftspartner sind dabei zunehmend direkt in Geschäfts- und Wertschöpfungsprozesse eingebunden. Die dazu nötige Digitalisierung der Industrie wird unter Industrie 4.0 subsumiert. Aber auch viele andere Branchen sehen Chancen in den sich bietenden neuen technologischen Möglichkeiten. Zum Beispiel lassen sich mit einer zunehmenden Digitalisierung operative Prozesse verbessern. Begleitet werden die Entwicklungen von dem Trend, dass Anbieter wie SAP ihre Software immer häufiger in der Datenwolke, der Cloud, zur Verfügung stellenlichen und privaten Mitteln mobilisiert werden sollen, ein Teil in den Ausbau des Breitbandnetzes fließen. Aus den weltweit steigenden Anforderungen an die IT-Infrastruktur und den damit verbundenen nötigen Investitionen ergeben sich somit weiterhin Wachstumschancen für die europäische Technologiebranche. Für Markus Wallner gehört sie daher ebenfalls zu den Top-Branchen 2016. Er rechnet mit einer anhaltend positiven Gewinnentwicklung im Sektorindex STOXX Europe 600 Technology. Einige Werte, wie das Schwergewicht SAP, könnten dabei auch von einer anhaltenden Schwäche des Euro profitieren.